Ich befinde mich heute im Wallis. Unsere heutige Tour wird sehr abwechslungsreich. Mehr möchte ich dazu noch nicht verraten, wo ich mich jetzt befinde. Übrigens bin ich heute mit Manuel Knutti auch unterwegs, aber er möchte sich lieber nicht so filmen lassen. Das akzeptiere ich auch. Kurz vor meinem Arbeitsunfall durfte ich mit meinem Patenkind Manuel diesen sehr interessanten Bisseweg wandern. Es ist wirklich sehr empfehlenswert, aber nur für schwindelfreie Wanderer, denn es geht über ein paar Hängebrücken. Am Schluss haben wir noch den Bus verpasst und mussten so, oder durften wir, noch ins Tal runterlaufen zum nächsten Bahnhof. Dieser Weg ist wirklich empfehlenswert, sehr aussichtsreich. Doch schaut einfach den Film an. Viel Vergnügen! Wir haben schon ein großes Teilstück hinter uns. Und ich hoffe, man sieht es da ganz oben in der Flut drin, ist unser Wanderweg. Und weil wir einen Zug verpasst haben, haben wir auch den Anschlussbus verpasst und müssen jetzt das aus diesem Grund alles hochsteigen. Sonst hätten wir nicht so viel Steigung gehabt wie jetzt. Aber jetzt macht auch nichts. Da drüben sieht man ganz oben die Brücke, wo wir heute noch drüber gehen. Hier ist auch ganz eine interessante Stelle. Das ist wahnsinnig, hier dieser Graben. Wow, das geht da runter. Jetzt gehe ich noch weiter weg, dass ich hier noch die Brücke, die alte Straßenbrücke noch schön drauf habe. Leider ist die nicht mehr zu benutzen. Ich hoffe, dass man den Weg da oben sieht. Das ist dann unser Wanderweg, wo wir dann am Zurückgehen nehmen werden.
Jetzt haben wir den hintersten Punkt erreicht. Jetzt werden Manuel und ich die interessante Etappe anfangen. Hier an der Wisse entlang am Berghang. Es kommt leider nur ganz wenig Wasser, aber es hat doch ein bisschen Wasser in der Wisse drin. Gut, dann starten wir jetzt mit unserem Weg, unserem Wisseweg. Es ist wirklich romantisch hier oben. Ich glaube, dieser Weg bietet alles. Man hat natürlich auch noch einen einfacheren Zugang, als wir jetzt hatten. Das Problem ist, oder war, dass heute Morgen unsere Zugverspätung hatte und durch das der Anschlussbus schon weg war und wir sonst bis am Mittag wieder hätten warten müssen. Das da hier ist unsere erste Hängebrücke, die wir dann jetzt überqueren. Sehr interessante Bauweise, wie hier die Leitungen am Fels festgemacht worden sind. Wirklich eine sehr fantastische Bauweise. Auch der Weg ist hier sehr interessant angelegt worden. Auch mit dem Ausblick hier ins Tal runter. Das ist also wirklich grandios. Hier unten waren wir ja vorher. Drüben sieht man noch die Straße. Merci. Wow. Wir haben noch das Glück gehabt. Thank you.
die nächste Hängebrücke. Es ist einfach schön da oben. Da unten auf dieser Straße waren wir heute Vormittag. Dieser Ausblick von da oben, da wieder in die Straße runter. Ah, so schön.
Bonjour. 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 Aussicht. Die gehen gleich. Endlich hat es wieder ganz, ganz wenig Wasser. Wobei da im hinteren Teil wird die Bisse auch zum Teil als Wanderweg genutzt. Und natürlich so auch praktisch zum Dringehen. Wenn ich jetzt bis jetzt den Wanderweg, den Bissenwanderweg anschaue, ist es wirklich zum Empfehlen. Auch für nicht so geübte Berggänger. Bonjour. Wieder ein ganz wirklich schöner Weg hier durch den Wald. Ist ein sehr interessanter Pfad. Da kommt ein Wasserfall einfach durch den Wald runter. Aber jetzt hat es recht viel Wasser. Ich vermute, das kommt auch von einer Bisse. Jetzt hat hier die Bisse doch ziemlich viel Wasser. Übrigens, das wird alles hier im Wallis zum Bewässern gebraucht, weil hier in dieser Gegend, es ist sehr trocken und ist quasi oder fast kein Wasser vorhanden. Und aus diesem Grund wird das alles von den Gletschern hier aus diesen Bergtälern durch solche Kanäle nach vorne auf die Kulturfläche geleitet. Und so können die Felder da dann bewässert werden mit Gletscherwasser. Ganz ein kluges System. Es ist wirklich schön, die heutige Tour. Ich habe jetzt wirklich nur, ja, kann eigentlich so sagen, nur positiv berichten. Ich habe nichts Negatives.
Leider haben wir den Bus verpasst. Jetzt müssen wir ins Tal runterlaufen, weil lange keine Verbindung mehr ist sonst für uns. Jetzt gehen wir hier unten in dieses Dorf. Es ist ja auch nicht mehr so weit. Ein bisschen da durch die Reben. Endlich haben wir unser Ziel erreicht. Wir müssen jetzt doch noch ziemlich weit gehen. Nur weil wir den Bus verpasst haben.